Wann und wie sollte man Pranayama üben? Kommentar zum ersten Vers des zweiten Kapitels der Hatha Yoga Pradipika. Svatmarama schreibt: Atthasane dhrdhe yogi vashi hita mithashanaha guru padishta margena pranayaman samapyaset. Nachdem sich der Yogi in den Asanas vervollkommnet hat, sollte er in Übereinstimmung mit den von seinem Guru dargelegten Anweisungen Pranayama praktizieren, seine Sinne unter Kontrolle halten und dabei durchwegs eine zuträgliche und maßvolle Ernährung einhalten. Also zunächst gilt es Atta Asane Dhridhe. Also man sollte dann weitergehen, wenn man in Asanas eine gewisse Dhridha erreicht hat. Dhridha heißt eine Festigkeit. Patanjali sagt ja, Stiram Sukham Asanam. Die Asana sollte Stira sein, fest und Sukha angenehm. Und hier sagt er letztlich, dass es wichtig ist, Asana Dhridhe, also eine gewisse Stabilität soll man erreichen in den Asanas. Also in der Lage sein, die Asanas länger zu halten und letztlich diese auch stabil halten. Gut, und dann gilt es auch als nächstes, es gilt auch, sagt er, der Yogi sollte, was sie sich selbst geistig und körperlich beherrschen. Also durch die Asanas kommst du zu einer gewissen Herrschaft über Körper wie auch die Psyche. Und dann ist auch wichtig, das ist wie so ein kleines Wortspiel, auch die indischen Schriften sind ja voller Wortspiele. Er sagt erst Asana Dhridhe und dann sagt er Mitta Asana. Also Asana, die Körperhaltung. Und dann gilt aber auch Ashana, und das ist die Nahrung. Und die sollte Hitta und Mitta sein. Hitta, Mitta, heilsam und gut, ist wichtig, was du isst. Und Mitta, maßvoll, das heißt, wie viel du isst. Also, bevor du zum Pranayama kommst, solltest du eine gesunde Ernährung haben und du solltest in den Asanas eine Stabilität erreichen. Und du solltest auf diese Weise eine gewisse Kontrolle haben. Gut, und was gilt es dann zu machen? Es gilt, Pranayama zu üben. Es gilt, Pranayama zu üben. Pranayama samabhyaset, also abhyasa, heißt üben. Und es gilt, diese gut zu üben. Und wie solltest du sie üben? Du solltest sie üben nach den Anweisungen des Lehrers, Guru Upadishta Margena, also gemäß der Methode, gemäß des Weges, wie dein Lehrer, Guru, das dich gelehrt hat, Upadishta. Das ist ein Generalvers zu Anfang. Natürlich, es gibt einfache Atemübungen, die lehren wir bei Yoga Vidya schon im Anfängerkurs, die ersten 5 Wochen insbesondere, Bauchatmung und dann auch noch die Wechselatmung, sanfte Wechselatmung. Dann in den zweiten 5 Wochen lehren wir bei Yoga Vidya auch Kapalabhati und danach kann man auch den vollständigen Yoga-Atem üben. Und es gibt auch auf unseren Yoga Vidya-Seiten einen mehrwöchigen Atemkurs für Anfänger, wo auch Übungen gelehrt werden, die auch für Menschen geeignet sind, die keine Asanas üben. Dann gibt es Pranayama Mittelstufe. Dieser mehrwöchige Kurs ist natürlich nur geeignet für Menschen, die auch Asanas üben. Aber du musst nicht vollkommen in den Asanas sein, du musst nur Asana Dhridha haben. Also in den Körperstellungen eine gewisse Festigkeit haben. Und dann kannst du auch ins Mittelstufen Pranayama einsteigen. Und wenn du dann auch noch auf die Ernährung achtest, die sattwige Ernährung, kannst du ins fortgeschrittene Pranayama einsteigen.
Letztlich beschreibt Svatmarama im zweiten Kapitel der Hatha Yoga Pradipika das fortgeschrittene Pranayama. Und so ist eben wichtig für die Mehrheit der Verse, du kannst diese wirklich nur dann gewinnbringend praktizieren, wenn du vegetarisch lebst, auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak, bewusstseinsbenebelnde Drogen verzichtest und idealerweise auch auf Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Pilze und dann auch im weiteren Sinne alles andere, was tamasig ist. Einfaches Pranayama, da kannst du letztlich essen und trinken, was du willst. Jede Form von Atemübung, die einfach ist, hilft dir, etwas mehr Ruhe zu haben, etwas Prana zu beruhigen. Aber fortgeschrittenes Pranayama braucht tägliche Asana-Praxis und braucht gesunde Ernährung und auch eine gute Einstellung. Ja, ich hoffe, du bist jetzt bereit und du willst mehr wissen, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und wenn dich die Praxis noch mehr interessiert, sei du jetzt darauf hingewiesen, zum einen auf den mehrwöchigen Kurs Pranayama Mittelstufe, gibt es als Videoreihe auf unseren Internetseiten. Oder vielleicht praktizierst du ja schon eine Weile Asanas und Pranayama, deshalb hast du das Durchhaltevermögen, jetzt schon bis zum zweiten Kapitel diese Vorträge anzuhören. Dann kannst du auch parallel den Pranayama-Kurs für Fortgeschrittene mitmachen als mehrwöchigen Videokurs. Und da wirst du alle Übungen erfahren, zusammen mit der Praxis. Diese Vortragsreihe sind ja mehr Erläuterungen. Die Übungen selbst bekommst du als Anleitung in dem separaten Videokurs Fortgeschrittenes Pranayama und Kundalini-Yoga. Alles auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.